Hoi miteinander und willkommen zum sechsten und letzten Teil von unserem Rap-Workshop. Sind ihr bereit? Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Sprich an der Rap. Heute sind ihr gefordert. Aber vorerst eine ganz kurze Repetition. Ein Rap besteht aus einem Beat und Sprechreim. Tuck oder Hookline, das ist der Refrain, kann auch gesungen werden. Der Beat ist Musik und hat normalerweise einen Viervierteltakt. Sound da von einem Rap ist, den Text genau auf den Takt zu sprechen, den Rhythmus zu finden und seine eigene Note dazu zu geben, so wie wenn ihr euren Text, Takt und Musik miteinander verschmelzen. Dem sagt man Flow. Ein Beat fängt immer mit einem Intro an. In der Regel hört man sehr gut, wenn die Strophe anfängt. Ihr könnt rappen und singen oder nur rappen oder auch nur singen. Da sind ihr völlig frei. Ach ja, und jetzt das Thema. Tut mir leid, aber unsere Themenwahl ist schon ein bisschen begrenzt. Eure Texte sollen von euren Gefühlen, Erlebnissen und Gedanken zu der aktuellen Corona-Krise erzählen. Schauen die Krise von allen Seiten an, durchleuchten sie. Sie ist für viele einfach nur fürchterlich und meine Gebete sind bei all diesen Menschen. Doch für viele bedeutet es eine Chance, vor allem auch für unsere Schöpfung, denn unsere Natur fängt sich an erholen. Sind kreativ in euren Text? Fragen euch, was genau ihr erzählen wollt. Von was möchtet ihr berichten? Über was reden? Denkt daran, es sind eure Worte, eure Gedanken, eure Gefühle und eure Geschichten, die zum Ausdruck kommen sollen. Bringen sie also auf den Punkt, denn, das sage ich euch, man wird euch zuhören. Ihr habt zwar die Wahl zwischen drei Beats. Suchen euch den raus, der euch am besten gefällt. Um besser rüber zu können, hat euch der Mando von jedem Beat jeweils eine Strophe und Tuck geschnitten. Fangen wir mit den Rapper an. Für Rapperinnen und Rapper. Nachdem ihr über euer Thema nachdenkt habt, loset euch euren Beat an. Der Mando hat euch, wie schon gesagt, zu jedem Beat einen 16-Zeiler geschnitten. Auf den sollen ihr die ersten Reime sprechen. Hören ihr den Takt? Sehr gut. Und jetzt schreiben euren Text. Egal, ob ihr dabei 4, 8 oder 16 Ziele ausfüllt und rappen zum Beat. Falls ihr noch etwas Hilfe braucht, schaut euch einfach das betreffende Video nochmal an. Und wenn es dann wirklich gar nicht mehr weitergeht, schreiben an mandomusic@gmx.ch. Wo ihr die Adresse findet, wissen wir ja. Und jetzt für Sängerinnen und Sänger. Suchen euch euren Beat aus, hören ihn an, der ganze Beat. Hören den Tuckline raus. Im Beat 1 und 3 hat sie 8 Zeilen, im zweiten Beat nur 4. Schreibt euren Text zu eurem Thema und lernt den Text im Takt sprechen oder gerade singen. Ladet euch jetzt Tuck aber und hören sie so oft, bis sich im Kopf eine Melodie bildet. Versuchen jetzt, die Melodie mitzusingen. Vermutlich wird sie sich einige Mal verändern. Das ist völlig okay. In Teil 5 haben wir euch gezeigt, wie das geht. Und man darf ruhig auch über sich selber lachen. Das habt ihr ja gesehen, wie es bei uns war. So, und jetzt dann alle. Wenn ihr sicher seid mit Rap und Gesang, nehmt es auf euer Handy auf oder auf den PC und schickt uns eure Rap bzw. eure Strophen, Zeilen und oder Tuck mit eurem Namen an mandomusic@gmx.ch. Ach ja, was passiert eigentlich mit euren Arbeiten? Wir hören sie an, und zwar alle. Ordnen sie nach Beat und Thema. Der Mando schneidet sie dann zu ganzen Raps-Themen. Die werden wir für euch auf die Homepage von KUR reformiert
hochladen. Und dann? Ja, natürlich. Dann könnt ihr sie anhören, vergleichen, weiterschicken, anderen vorspielen, Freude daran haben und, was das Wichtigste ist, stolz auf euch sein. Ich freue mich riesig, mit euch zusammen zu arbeiten und kann es kaum erwarten, die ersten Raps und Melodien zu kriegen. Sind ihr gespannt, was am Ende rauskommt? Der Mando und ich auch. Also, machen euch dran! Peace.